Willkommen zurück. Hallo, Freunde. Zu Silent Hill 3. Ja, im letzten Part ist eine ganze Menge passiert, Freunde. Und zwar wurde Heathers Vater brutal ermordet von Claudia. Und dieser Privatdetektiv, Namen habe ich leider gerade vergessen, hat ihr jetzt angeboten, sie nach Silent Hill zu fahren, weil Claudia gesagt hat, dass sie sie in Silent Hill erwartet. Ja, Leute, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, wir sind noch gar nicht in Silent Hill. Ja. Sondern dahin werden wir jetzt erst aufbrechen. Und dann geht das ganze Spiel wahrscheinlich erst richtig los. So, jetzt wollen wir mal gucken, wo wir hier rauskommen. Okay, das war unsere Apartment-Tür. Nein, ich denke mal hier vorne, wo der Speicherplatz war. Ne, da war eigentlich nicht der Ausgang. Schauen wir mal hier. Irgendwo ging es hinaus. Ja, ich glaube hier. Und kein Grund hier zu sein. Außerdem ist hier niemand. Okay, dann war es da. Hier ist dieses Gebäude. Ich glaube, ich brauche da nicht raus. Und wo soll ich dann bitte raus? Hä? Aber das war doch die Tür, wo wir reingekommen sind. Also müsste es da doch eigentlich rausgehen. Ist ja komisch. Okay, gut, dann ja, ist hier niemand. Ja, die sind alle nicht da. Gut. Aha, was ist das denn? Ich brauche nicht nach oben gehen. Außerdem wartet Douglas draußen. Ja, Mädel, und wo ist draußen, wenn ich jetzt mal so ganz knallhart fragen darf? Hier vielleicht? Okay. Keine Ahnung. Okay, das war unser Apartment. Dann, wo geht's denn dann bitte raus? Oder geht's hier raus? Das, nee, das ist doch das Apartment, oder nicht? Jo, das ist unser Apartment, also hier brauchen wir nicht. Oder gibt es hier einen Hinterausgang? Muss ich auf den Balkon? Hier vielleicht? Ich brauche nicht zurück aufs Dach, außer ja, er wartet draußen. Ja, also dann geht es ja sicherlich. Muss es hier irgendwo einen Ausgang geben? Gut. Frage ist nur, wo. Eine Karte haben wir hier auch nicht. Hier habe ich schon geguckt. Hier will sie auch nicht fahren. Oder doch hier? Tatsächlich, doch hier. Direkt beim Speicherpunkt. I just met some guy named Vincent. Vincent? He's a friend of yours, right? I'm not sure. He said when we get to Silent Hill, we'll look for a guy named Leonard, and he gave me this map. What do you want to do? We can't trust him, but we've got no other choice. Here, take this too. What's this? Your father was holding it. Sleeping? I'm awake. You're cold? What's the deal with Silent Hill anyway? You
used to be a nice, quiet little town. But now... You've been there? Once, on a missing persons case. Never did find him. But I tell you, that's one screwed up town. My line of work? You hear a lot of nasty rumors. I was born and raised there. Sorry. Didn't mean to offend you. No offense taken.
dann auf zum Krankenhaus. Ja, jetzt war natürlich eine sehr interessante Unterhaltung und Heather hat sich an einiges erinnert. Allerdings kommt mir die Story, so wie sie sie erzählt hat, nicht ganz richtig vor. Denn in Silent Hill 1, gut, ich hatte das Bad Ending, ich weiß nicht, wie es beim Guten gewesen war, aber wir haben ja den Gott erschossen, so wie sie sagte. Aber eigentlich war ja Cheryl der Gott, oder? Oder Cheryl und diese Alessa, also die Tochter von Dahlia Gillespie. Dahlia Gillespie, so hieß die gute Frau. Ja, und meine Vermutung war ja, dass Claudia und Dahlia dieselbe Person sind. Aber ich denke mal, wahrscheinlich dann doch nicht. Die sehen sich ja auch nicht wirklich ähnlich. Puh, aber da steige ich jetzt noch nicht so richtig durch. Wer ist sie? Also sie ist wahrscheinlich nicht Cheryl, aber sie ist ja ein Baby, das die Gottheit, die Erschaffene, hinterlassen hat. Aber gut, das kam in Silent Hill jetzt so nicht vor. Vielleicht in einem anderen Ending. Das kann mir ja mal jemand drunter schreiben, ob das in einem anderen Ending so dargestellt wird, weil ich, wie gesagt, nur das Bad Ending kenne. Ich weiß nicht, in meinem ersten Durchlauf privat damals, was ich da für ein Ending hatte. Ich habe es echt vergessen. Im LP hatte ich das Bad Ending und ja, da war halt tot und alles war vorbei. So, jetzt aber genug gelabert hier. Das hier ist der Speicherpunkt. Wir wollen jetzt eigentlich, naja doch, wir speichern mal. Komm, das muss ein Zufall sein, aber trotzdem ziemlich seltsam. Wer könnte das getan haben? Ja, wer könnte das da hingelegt haben, meinst du wohl, ne? Egal, wir speichern. Und wir haben ja auch Karten bekommen von Douglas. Douglas heißt der gute Mann, genau. Und die wollen wir uns jetzt erstmal reinziehen. Okay, alles klar. Wir sind in... Okay, der Rosewater Park, an den erinnere ich mich noch. Ansonsten Texon Gas, Brookhaven Hospital. Ja, da sind wir ja quasi schon. Wir sind... Ah ne, wir sind im Jack's Inn, alles klar. Blue Creek Apartment, Rosewater Park. Mal schauen, wie weitläufig das hier ist. Ja, wir sind jetzt eigentlich in Silent Hill. Wir werden uns hier allerdings nochmal ein wenig umsehen. Da ist das Badezimmer, brauche ich jetzt nicht zu benutzen. Wir sind also im Hotel abgestiegen. Ich bin müde, habe aber keine Zeit zu schlafen. Gut, Heather, das ist schön. Was haben wir denn da? Das, in einem anderen Spiel würde ich sagen, da liegt ein Speicherblock. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Spiel. Aber das sieht genauso aus, wie in irgendeinem anderen Spiel ein Speicherblock aussieht. Gut, wir können aber nicht so hier weitermachen, als rausgehen. Dann werden wir das... Halt, Moment, ich möchte noch mal kurz ins Inventar. Notizen haben wir jetzt nämlich auch. Notizen. Wir sind im Moment bei Notizen. Notizen, okay. Buchladennotiz, da war ich noch gar nicht. Märchen, ach so, ah, okay, so kann man da immer nachgucken. Gut. Aber da haben wir jetzt noch nichts Neues. Wir haben bei Gegenständen Papas Notizbuch. Papa schrieb hier drin über meine Vergangenheit. Das sollte man eigentlich in einem Roman verarbeiten. Das schauen wir uns mal genauer an. Okay. Ja, das ist... Ich hoffe, das wird nie irgendwie verwendet werden. Vielleicht wäre es besser, du würdest es nie wissen. Mehr als alles andere habe ich Angst davor, dass du weit fort von mir gehst. Aber manchmal müssen wir die Wahrheit sagen. Aus diesem Grunde schreibe ich das, bevor mich Tod und Vergessen einholen. Was ist damals passiert? Es hat etwas damit zu tun, wer du bist. Alles begann vor 24 Jahren, auf der Rückfahrt aus dem Urlaub, fanden meine Frau und ich ein Baby am Straßenrand. Da wir kinderlos waren, dankten wir Gott, dass er uns dieses Kind, dieses Mädchen finden ließ. Wir nahmen es mit nach Hause. Ach so, und so ist also Cheryl zu ihnen gekommen. 3 Jahre später starb meine Frau und 4 Jahre danach, also vor 17 Jahren, kam ich nach Silent Hill. Das Mädchen bat darum und ich nahm sie mit, ohne zu wissen, warum sie dorthin gehen wollte.
So war das, alles klar, verstehe. Und dort ging das Mädchen fort, nicht, dass sie wirklich irgendwo hinging, sie starb auch nicht. Zurückgekehrt zu ihrem ursprünglichen Ich, so nannte es Dahlia Gillespie. Ursprüngliches Ich, das war die junge Frau, die von ihrer Mutter als Opfer für Gott verbrannt wurde, Alessa Gillespie. Genau, alles klar, jetzt wird hier nochmal alles erklärt, sehr schön. Die Hälfte ihrer Seele entkam in diesen Flammen und lebt weiter in einem Baby, in meinem Mädchen, unserem Mädchen. Okay, das heißt also, der Gott, diese Hälfte, die Gott werden sollte, ja, die ist verbrannt und lebt weiter in ihr, in Heather. 7 Jahre vergingen, bevor dieses halbe Mädchen nach Silent Hill zurückkehrte. Ach nee, Quatsch, da ging's um Alessa. Und genau, der Teil von ihr wurde in ein Baby transferiert und das war Cheryl, genau, richtig, Cheryl. Also Cheryl war dieses halbe Mädchen, das kehrte nach Silent Hill zurück und Alessa wieder ganz machte. Mit dieser neuen Stärke schwor sie, Gott zu töten. Gott, als Fötus in den Schoß des Opfermädchens eingebettet, wurde mit den üblichen Riten aufgerufen. Das war Alessas Wunsch, egal was auch geschehe, selbst wenn ihr eigenes Leben in Gefahr sei. Okay. Aber dieser Wunsch wurde nicht gewährt. Meine Unterbrechung bedeutete, dass sie stattdessen für die Rückkehr des Mädchens betete. Ich alleine konnte sie nicht zurückbringen. Dahlia tat es. Ich half nur bei der Geburtszeremonie, um Gott aus Alessa herauszubringen. Der neugeborene Gott schrie einmal und war tot, nur durch den Widerstand dieses Mädchens und wahrscheinlich Alessas. Aber das ist nicht alles. Nachdem Gott in einem aufglühenden Licht verschwunden war, erschien Alessa erneut und gab mir ein Baby. Es ähnelte sehr diesem Mädchen vor vielen Jahren. Und dann war Alessa fort, tot. Ich hätte nichts tun können, um zu helfen. Ich drückte einfach das Baby an meine Brust und rannte davon. Es kam mir alles wie ein Traum vor. Aber ich hatte den Gegenbeweis, das Mädchen war nirgends zu finden und in meinen Armen das Baby, ein Mädchen. Jetzt sind 17 Jahre vergangen, einerseits kommt es mir vor, als wäre es gestern gewesen und andererseits, als wäre es 1 Million Jahre her. Ich gebe zu, dass ich zuerst Bedenken hatte, die Kleine aufzuziehen. Könnte ich sie lieben? Ihre Existenz war ziemlich unerklärlich. Ich dachte, sie könnte die junge Frau sein, die mir meine geliebte Tochter gestohlen hat. Also Alessa. Daraus wurde Trauer, Zorn. Es gab Momente, da legte ich meine Hände um ihren winzig kleinen Hals. Oh, heieiei, heftiger Tobak. Ein paar Mal dachte ich sogar daran, sie auszusetzen. So ein furchtbarer Mensch bin ich. Aber schließlich beschloss ich, sie aufzuziehen. Ich konnte sie wohl einfach nicht gehen lassen. Wenn du mich ansiehst, dieses Lachen, also, selbst jetzt kann ich dieses Mädchen nicht vergessen. Aber ich liebe sie, da gibt es keinen Zweifel. Ich bitte dich nur, mir das zu glauben. Meine heißgeliebten Tochter, Harry Mason. Heiliger Vater, das ist natürlich heftiger Tobak. Also sie ist nicht Cheryl, sondern, ja, sie ist das, was aus dem Gott rauskam. Vielleicht die Wiedergeburt von Cheryl. Oder die Wiedergeburt von Cheryl und Alessa zusammen. Ich habe keine Ahnung, Leute. Auf jeden Fall äußerst interessant. So, jetzt gehen wir aber endgültig raus hier. So, willkommen in Silent Hill, Freunde. Schauen wir uns mal um hier. So, ziemlich neblig hier, aber das ist ja immer so in Silent Hill. Hier geht's nicht durch. So, schauen wir, wir sind hier. Okay. Mal gucken, ob wir nach oben kommen. Ich gehe erstmal andere Wege. So, hier kommen wir garantiert nicht rein, ist klar. Ein Office, ein Büro. Mal gucken, ob wir da reinkommen. Nein. Okay. Hier ist auch versperrt. Moment.
Ah doch, wir kommen tatsächlich hier hin. Eigentlich müssen wir ja zum Krankenhaus. Aber vielleicht ist das ja auch schon die richtige Richtung. So, hier ist ein Parkhaus. Wir werden uns jetzt einfach mal noch hier 10 Minuten ein bisschen umschauen. Wenigstens sind noch keine Monster hier. Dort brauche ich nicht hingehen. Das ist nicht der Ort, an dem ich sein sollte. Okay, also sind wir schon ein bisschen eingegrenzt. Das ist immerhin nicht schlecht. So, mal gucken, ob wir in den Rosewater Park kommen. Aber ich vermute mal nicht. Oh, und es gibt tatsächlich wieder die üblichen netten Monster. Die Hunde sehen hier ein bisschen viel merkwürdiger aus als in Silent Hill 1. Ich werde aber das Katana auf jeden Fall ausrüsten. So. Werde mich hier aber gar nicht weiter... Hier ist der Rosewater Park. Aber anscheinend gibt es hier kein Reinkommen. Nee, hier ist überall abgesperrt. Hier kommen wir auch nicht rein. Ja, endlich wieder mal hier frei durch die Gegend laufen. Ist auch mal wieder nicht schlecht. So, jetzt frage mich jetzt, ob wir hier jetzt weiter können oder ob wir hier irgendwo in die Straße rein müssen. Wahrscheinlich sagt sie gleich wieder, sie muss umkehren. Aber bisher noch nicht. Wie weit wollen wir denn noch laufen hier? Also ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall noch nicht hin. Wir werden jetzt gleich mal diese kleine Straße hier reinnehmen. Nein, die noch nicht. Geht's hier rein? Tür ist fest zu, sie bewegt sich keinen Millimeter. Okay, hier ist abgesperrt. Hä? Bisschen komisch, wir sollten eigentlich schon in der Straße sein. Ja, sind wir auch. So, und gehen wir mal hier lang jetzt. Ja, schrei du, Mann. Du blöder Köter. Ja, es ruckelt ab und an das Spiel. Das ist trotz Patch noch nicht so doll geworden. Aber... Ja, mein Gott. So schlimm finde ich es jetzt nun auch nicht. Sind wir jetzt hier auf dem Gelände dieser Gasfirma oder was? Ja, sind wir. Ich glaube nicht, dass wir hier irgendwo rein können, aber man weiß ja nie. Es gab ja auch in Silent Hill 1 so optionale Sachen, die man halt nicht machen musste, aber brauchte, wenn man ein anderes Ende erreichen will. Und wir wollen auf jeden Fall diesmal kein schlechtes Ende erreichen, deswegen werde ich mich genauer umsehen. So, Heaven's Night, da wollen wir auch gleich mal gucken, ob wir da rein können. Auf jeden Fall hält sich die Monsteranzahl hier noch, Gott sei Dank, in Grenzen. So, mal schauen, Heaven's Night ist hier. Scheint aber auch nichts zu sein. Ah doch, hier. Mal gucken, was hier abgeht. Hier können wir hoch, Heaven's Night. Und da geht's sogar rein. Aha, schau mal einer, guck. Obwohl das nicht unser eigentliches Ziel ist. Heaven's Night, eine tolle Bar. Kommt mir irgendwie so ein bisschen bekannt vor. Gab's die in Silent Hill 1 auch? Aha, hier liegt was rum. Eine Touristenbroschüre. Ich hatte es vergessen, aber es stimmt. Silent Hill war ursprünglich ein Urlaubsort. Willkommen in Silent Hill. Silent Hill, ein an einem See gelegener, ruhiger kleiner Erholungsort. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Machen Sie mal Pause von Ihrem hektischen Alltag und genießen Sie einen entspannenden Urlaub bei uns. Straße an Straße mit malerischen alten Häusern, eingebettet in eine großartige Gebirgslandschaft. Und ein See, der im Verlauf des Tages verschiedene Seiten seiner Schönheit offenbart. Vom Sonnenaufgang über den Nachmittag bis zum Sonnenuntergang. Silent Hill wird Sie berühren und mit einem Gefühl tiefen Friedens erfüllen. Ich hoffe, Sie haben einen angenehmen Aufenthalt, der für immer in Ihren Erinnerungen bleiben wird. Redakteur Roger Whitmark. Ja, ich denke mal, wir werden einen interessanten Aufenthalt haben, aber sicherlich keinen angenehmen. So, was liegt denn hier? Okay, nichts weiter. Oh, hier eine Stange, an der sich dann normalerweise die Schönheiten recken und strecken, sag ich mal. Kiss. Ne, von da kamen wir nicht, ne? Aber was, wozu ist das jetzt hier? Hier muss es doch irgendwas geben. Das kann doch nicht bloß wegen dieser Touristenbroschüre sein, oder? Paradies, hä? Ein echt schäbiges Paradies. Aber besser als das Paradies, was Claudia verspricht. Na egal, hier will ich nicht unbedingt rumhängen. Nur du nicht, aber ich, Mädel, ich will hier rumhängen. Ich will mich hier umsehen. Ein Erste-Hilfe-Kasten. Siehst du, das hat sich doch zumindest schon mal ein bisschen gelohnt. Ja. So, mal gucken. War das jetzt wirklich nur wegen diesem Touristen? Das Schloss ist kaputt. Ja, okay. Anscheinend gibt es ja wirklich nur den Erste-Hilfe-Kasten und ja, diesen Touristenführer. Mehr habe ich jetzt nicht gefunden, oder? Ja, gut. Dann gehen wir halt wieder. Ich möchte auf jeden Fall noch zum Krankenhaus kommen. Bevor ich diesen Part hier beende, Freunde. Und ich denke, wir sind auf dem richtigen Wege. Trotzdem werden wir alle Türen mal checken hier. So, also hier draußen stockt es dann doch öfter als in den Innengebäuden. Okay, hier ist ja nichts weiter. Wir sind eigentlich schon da. Der Eingang müsste jetzt gleich hier kommen. Okay. Nur parken für... Ah, hier ist der Eingang. Das jetzt das... Es müsste ja das altbekannte Krankenhaus sein, was wir auch bereits in Silent Hill 1 gesehen haben, ne? Eigentlich. Ja. Hier ist die Information. Da. Und ich höre Monster. Ja, natürlich die netten Krankenschwestern. Mal gucken. Ja, stirb, du verrückte Krankenschwester. Und die hält einiges aus. Au, 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 au. Komm, ich werde dich vierteilen und... Ja, ja, komm, belästigt wen anders. Ich bin nicht krank, ihr braucht euch nicht um mich zu kümmern. So, wie sieht's denn jetzt hier aus? Okay, wir sehen hier noch keinen... Speicherpunkt, das ist schlecht. Na gut, ging es hier raus? Ich glaube, hier ging es raus. Gut, dann schauen wir uns mal hier um. Okay, hier kommen wir nicht hin an die Tür. Hier ist alles verbarrikadiert. Sieht irgendwie doch ein bisschen anders aus. Das Schloss ist kaputt. So, das Schloss ist auch kaputt. Sah ein bisschen anders aus in Teil 1 da. Okay, mal schauen, was hier ist. Am Kühlschrank hängt eine Notiz. Nur für Lebensmittel, keine Medikamente lagern. Ob es in Ordnung ist, hier drin Gesundheitsdrinks zu lagern? Aha. Da hat einer einen Gesundheitsdrink gelagert, obwohl er das gar nicht durfte. Auf dem Schreibtisch gibt es nichts Interessantes. Und warum wird das dann so hervorgehoben? Schloss ist kaputt. Schloss ist kaputt. Okay. Jo, aber ich würde mich nochmal genauer umsehen hier. So, hier haben wir geguckt. Hier haben wir... Was steht hier?
Da steht was auf der Tafel, aber das hat nichts mit mir zu tun. Okay, dann können wir wieder rausgehen. So, wir kamen von hier, oder? Put, put, put. Jo, der Part ist eigentlich schon überzogen. Ja, Freunde, wir werden den Part an dieser Stelle beenden. Ich brauche ja nicht unbedingt einen Speicherpunkt. Ich kann ja weitermachen. Also, willkommen in Silent Hill, sage ich nochmal, und im Silent Hill Krankenhaus. Uns werden hier noch so einige von diesen netten Schwestern wahrscheinlich behelligen. Aber ihr habt ja gesehen, wir werden mit denen locker fertig. Jo, wie es dann hier im Krankenhaus weitergeht, werden wir dann im nächsten Part von Silent Hill 3 sehen. Bis dahin, ciao Leute, und geht niemals in so ein Krankenhaus. Bye bye.